hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf den Hintergreifweg am Samstag. Ich habe hier gestern hier aufgehört, wo wir es fast gekauft haben. Der Feld ist gerade in den letzten Zügen vom Ansehen. Da werden wir jetzt gleich mit dem Unimog nach Hause fahren und ihn dann gleich aufs nächste Feld ansetzen. Und da können wir nämlich den Case gleich kalken lassen, damit das auch endlich mal abgeschlossen wird. Was ist für heute noch so alles geplant? Felderkauf. Tiere versorgen, weil die Kühe brauchen Wasser, soweit ich gesehen habe. Eine weitere Feldbestellung. Und das war's eigentlich dann, was heute geplant ist. Wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, ich habe gestern meine LED-Lichterkette oder weiß nicht, wie man sie nennt, Lightbar auf jeden Fall angekommen. Die habe ich jetzt hier. Also könnt ihr euch vorstellen, also wer mir auf Instagram folgt, hat es auf jeden Fall gesehen, da habe ich ein Video hochgeladen. Ich muss mal gucken, ob ich, wenn vielleicht eine ganze PC und der zweite Bildschirm und alles da ist, ob ich dann vielleicht ein kurzes Infovideo mache, also wo ich mein Gaming-Setup zeige. Muss ich gucken, wie es sich einrichten lässt. Aber ich denke schon, es wird dann wahrscheinlich auch kein langes Video werden. Werde ich dann mal gucken, wann das Zeug denn ankommt. Und dann werde ich das demnächst dann auch machen, denke ich mal. Ich sage euch dann, also wenn ich es mache, sage ich euch im Video Bescheid. Komm rum. Und ja, also wir lassen hier mal kurz Wasser auffüllen, weil wer es nicht weiß, hier ist nämlich eine Wasserauffüllstelle. So, ein neues Wasserfass. Läuft super, perfekt. Gucken wir noch mal kurz zum Pfand. Wie lange hat er denn noch? Wow, er ist gerade fertig geworden. Ist natürlich gut. Und dann kann man den gleich nochmal kurz abfahren oder müssen wir bloß gucken. Wenn wir mal Karte hier aufmachen. Zack, zack. Sieht. Ja, hat er sauber gemacht. Dann fahren wir gleich zu 4 rüber. Und dann kann er nämlich da auch gleich noch weiter ansehen. Und den Case, wenn wir dann hier drauf ansetzen mit, die glaube ich, denn man zuerst den, weil noch Dünger drin ist, werde ich gleich als erstes düngen und danach einen Kalk draufhauen. Da muss ich nie wieder extra umfüllen alles. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die vier auch Kalken braucht, aber ich glaube nicht. Nee, soweit ich weiß nicht. Oder? Ich überlege gerade. Ne, ich glaube, ich mach's doch so, dass ich vorher kalken und danach ein Dünger drauf habe, weil unsere Feld 27 da drüben, wo es Vermehrungsgras drauf ist, muss auch noch gedüngt werden. Und die Feld 4 muss danach, nachdem der Fenchel angesetzt hat, auch gedüngt werden. Also lohnt sich, glaube ich, mir, das schnell umzufüllen, dann Kalk reinmachen. Und danach dann überall Dünger drauf zu hauen, weil dann brauche ich nämlich den Kalk nicht mehr extra umfüllen, dann kann ich nämlich den Dünger im Streuer drin lassen. Das werde ich auch so machen. So, jetzt sind angekommen. Auch hier wird Raps angesät. So, kurz gucken, haben wir den Kurs? Denken wir schon. Ja, da haben wir auch einen, perfekt. Haben wir auch sehen, perfekt lädt, haben wir, zack. So, so, so. Und das hintere noch runterlassen, so. Und viel Spaß. Genug hat er noch, ja, er hat noch genügend Zeug drin. 25 Minuten wird er brauchen. Ja, Sonntagfolge wird auf jeden Fall fertig sein. Hier ist es. Ja, er ist voll, perfekt. Gucken wir mal, wie viel Wasser bei den Kühen reingeht. Aber ich habe gesehen, also die haben glaube ich schon Durst. Also ich habe mir jetzt verguckt. Nee, die brauchen nur noch ein bisschen was. Ist nicht mehr im grünen Bereich auf jeden Fall. So, jetzt fahren wir mal hier durch, weil das ist nämlich gleich dann hier rechts. Ein bisschen Gülle haben wir schon drin, zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Jetzt stellt er hier noch das kleine Fass, ich hoffe mal, es funktioniert so auch hoch. Wenn wir nicht an der Wand anstehen. So, es funktioniert perfekt. Dann holen wir hier das Case. Dann werden wir das gleich umladen. Zack, zack, zack. Ah ja, kurz mal
rumgepackt. Der Big Bag, aber okay. Ich glaube, das ist hier Kalk. Ja, ist Kalk noch. Perfekt. Wir haben den ja, glaube ich, schon mal vollgefüllt gehabt, oder fast vollgefüllt. Ja, aber ganz voll wird er nicht mehr, oder? Nee. Dann müssen wir noch ein bisschen weiter reinfüllen. So, zack. So. Kalk ist relativ billig, also geht eigentlich voll klar. So. So, da haben wir ja auch, haben wir ja, glaube ich, letztes, habe ich letztes gesehen, haben wir auch einen Kurs. So, Kalken, da haben wir 40 Meter. Ich glaube, ich dürfte passen. Kalk wirft immer nicht so weit. So, der Pferd braucht 13 Minuten, wird diese Folge im Jahr mit ein bisschen Glück noch fertig. Wo ist der Unimog? Hier ist Unimog. Ja, also viel ist nicht reingegangen, ne? Hallo? Hat sich das, passt sich das gerade nicht an, oder? Warte mal, ich spule mal ein bisschen vor. Das dürfte eigentlich schon passen. Okay, er hat... Ich weiß nicht, wohin... Warte mal. Ah, ich glaube, ich weiß... Kann jetzt sein, große für Hackschnitzel haben wir tatsächlich noch nicht. Kann es sein, müssen wir jetzt auch schauen, dass ich jetzt mal unsere Felder hier kaufe. Kann es sein, dass der Kollege hier, das sind jetzt fast reingefüllt, aber genau 2000 Liter reingegangen sind. Okay, anhängen will man nicht. Dann müssen wir ein bisschen mit Hand mithelfen. Wenn wir so fett sind, mit Hand mithelfen. Mal hier mit. Machen wir es halt so, wenn du nicht willst. So. Ja, die hat es hier reingefüllt. Ist natürlich nicht so vorteilhaft. Das wollte ich eigentlich nicht. Wenn mich jetzt, verwundert mich jetzt gerade schon ein bisschen, dass es hier reingefüllt hat. Aber er hat es da reingefüllt. Naja. Dann wissen wir jetzt, das Ding wir mal irgendwo anders hinparken. Ich werde es jetzt einfach mal erstmal hier stehen lassen. Hier ein bisschen im Gebüsch. Und dann werden wir das irgendwo unter die in der Garage oder Halle reinstellen, wo es nicht stören kann. So. Weil verkaufen will ich es eigentlich gar nicht. Ich finde es eigentlich relativ süß. Und für so ganz kleine Arbeiten kann man es eigentlich hernehmen. Der Case ist schon leer, okay, die wird da diese Folge nichts mehr. Na, lad du mal ab. Ja, du bist leer, das ist natürlich toll. Ja, okay, er ist nicht mal einmal rumgekommen und ist leer. Das dauert dann wohl noch ein bisschen. Oder hat er schon die zweite? Ne, er ist einmal. Wenn er die zweite Bahn hätte, wäre ich auch schon geparkt. Aber ich werde mir versprechen halten, wir haben jetzt hier noch gute 6 Minuten. Wir werden auf jeden Fall heute noch unsere Felder kaufen. Da geht kein Weg dran vorbei. Da ist schon, ich schiebe das jetzt schon, ich glaube, 2 oder 3 Folgen lang vor mir her, die Felder endlich zu kaufen. Und dann irgendwann ist das Geld weg. Und dann sage ich, Mist, wieso habe ich jetzt die Felder nicht gekauft? Was zwar gleich nicht verkauft wird, weil wir machen jetzt hier keine so großen Investitionen. In was ich jetzt bräuchte, nicht dagegen fahren. Gut. Aber es werden wie geplant das gegenüberliegende Feld gekauft mit dem zugehörigen Wald und Feld 33. Ich denke mal, unser nächstes Investitionsziel wird tatsächlich die BGA werden. Weil wenn wir tatsächlich, weil zum einen ganz nicht ganz so laut, weil wenn wir tatsächlich mehr Silage machen, dann wird sich, glaube ich, das anbieten, die zu kaufen. Ich kann euch mal kurz zeigen, wo ist sie denn?
Also wie geplant Feld 33 hier und den Abschnitt hier. Wo ist der denn? Hier ist sie. Die BGA ist ein komplettes Gebiet, kostet 367.000. Könnten wir uns kaufen, habe jetzt aber vor, die Felder zu kaufen. Wenn wir dann noch Geld über haben und von der nächsten Ernte, können wir in Betracht ziehen. Also das wird auf jeden Fall ein neues Investitionsziel werden. Was können wir denn hier noch kaufen? Könnt sogar den Hof hier kaufen, jemand. Ja. Da oben gibt es dann halt noch größere Felder, aber die sind mir alle tatsächlich zu weit vom Hof weg. Ich will eigentlich eher hier gucken, dass ich das Gebiet ungefähr hier um meinen Hof rum kaufe, damit ich keine so langen Wege habe. Wir haben zwar einen Unimog, aber ich glaube, jetzt hat es hoffentlich geklappt, oder? Ja, Käse voll Stroh. Ja, könnte mal einen Ballen reinwerfen. So sind sie super versorgt. 2000 Liter Milch. Ja, passt. Das Fass. Ich werde jetzt. Bin am Überlegen. Ich weiß gar nicht, warum wir uns hinstellen sollten. Ich laufe mal kurz rum, weil ich möchte mal gucken, wo wir es denn schön hinstellen können. Also ich würde schon gerne unter Dach und Fach stellen. Hier, ja, hier wäre auch der Tieranhänger drin. Könnten wir in Betracht ziehen. Hier ist eher so eine kleine, ja. Ich glaube, wir werden es so machen, wir werden es da drüben reinstellen. Ja. Weil dann haben wir hier so ein, da lebt nämlich auch der Tiertransporter drin, weil dann haben wir das ungefähr in so eine, haben wir die Tierversorgungswagen oder was halt einfach alles mit Tieren zu tun hat oder was ich brauche, an einer Stelle stehen und nicht vereinzelt auf dem Hof rum. Das Wasser werde ich tatsächlich drin lassen. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, jetzt kann man hier gar nicht entleeren. Aber wenn ich demnächst dann mal Milch auffüllen werde oder so, weil für was anderes, glaube ich, werden wir es auch nicht mehr nehmen, außer für Wasser und für Milch. Und wenn ich Milch auflade, entleert sich das selber. So, können wir abkuppeln, perfekt. Unsere Platte ist kurz vorm Runterfallen, hängt schon wieder auf 7:30 hier. So. Und der Case ist schon wieder leer. Wir werden die... Ja, also wir kaufen jetzt die Felder, da haben wir nämlich das schon mal abgeschlossen. Und zwar, wie geplant, wenn wir das hier kaufen, kostet 200.000, kaufen wir jetzt. Ja, wollen wir kaufen, haben wir gekauft. Können wir auch noch kaufen, werden wir auch kaufen. Zack, ist gekauft. Dann ist unser Kontostand rapide gesunken auf 80.000, was eigentlich noch geht. Also zum Helfer betreiben und auftanken wird es auf jeden Fall noch reichen. Und somit haben wir zwei neue Felder dazu bekommen und ein Forschgebiet. Ich glaube, das war ganz eine gute Investition. Ich weiß nicht, also wir werden jetzt auf jeden Fall mit dem Unimog spritzen gehen. Weil, warte mal, kann der Unimog für die Bereifung? Das ist jetzt meine Frage, ansonsten muss ich mit dem B-Truck fahren. Ich glaube, der Unimog hat gar keine Pflegebereifung, oder? Täusche ich mich da gerade? Gucken wir dann gleich. Weil ich glaube, soweit ich gesehen habe, ist auf der 33 meist, auf den ich gerne ernten würde und silieren und ins Silo packen. Aber ja, es ist Unkraut drauf. Wir müssen schauen, ob wir uns beeilen, damit der nicht reif wird und wir das Unkraut nicht weg haben. Also jetzt machen wir 20% Ernteverlust. Und das wäre... ja, also... es wäre nicht ultra schlimm, aber es wäre schade. Weil 20% ist schon ein guter Ding. Ist schon relativ viel, sagen wir mal so. Haben wir jetzt denn aufgehört? Da vorne wieder, naja. Ja, genau hier, wo wir vorher waren, bloß ein bisschen weiter. Oder? Ne, da hinten haben wir aufgehört. Das ist nur so eine komische Stelle. Und das wollte ich halt eben wegpflügen, damit ja eigentlich relativ gerade wird. Das Feld werden wir dann im nächsten machen. So, machen wir hier weiter. Schön. Wir werden jetzt mal ganz kurz gucken gehen. Beim EP-Truck weiß ich, dass das kann. Was bei Unimog bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Deswegen werden wir jetzt auch mal hinterfahren. Zu unserer Reparaturstelle, Konfigurierstelle, was wie man es auch immer nennen will.
Ja. Ich guck nochmal schnell hier. So, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, passt. Da immer mal konfigurieren. Dann gucken wir mal hier. Standard. Es gibt eine Pflegebereifung. Aber ich weiß jetzt nicht. Wir konfigurieren jetzt hier mal so. Ich weiß jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das eine Pflegebereifung ist oder. Weil die sieht mir doch noch relativ dick aus, ne? Also ich weiß nicht, ob das so geht. Ich werde es jetzt auf jeden Fall offline austesten, weil. Wie. Können wir kurz eine erklären, wieso da 12.000 Liter Kalk drin sind? Ja gut, es sind jetzt da 12.000 Liter Kalk drin, ich weiß nicht, wieso. Egal, das schauen wir dann offline an. Also, das war's mit der Folge, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich werde jetzt noch gucken, ob das funktioniert, welche Spritze anhängen und wer darüber fahren. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Und bis demnächst, habt noch einen schönen Tag. Und ciao, ciao.